So, zum zweiten Mal für heute. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum zweiten Teil. Ja, okay, macht Sinn. Ich habe den PC neu gestartet. Hi, hallo nochmal. Ich habe den PC neu gestartet, wollte streamen, habe OBS wieder aufgehabt, Elgato, wie immer. Drücke Stream starten und plötzlich Verbindungsfehler zum Stream-Server fehlgeschlagen. Ne, so, what? Was ist jetzt los? Und plötzlich hat irgendwie mein PC Probleme mit dem Modem gehabt. Oh mein Gott, wieder bestes Deutsch. Musste noch die IP-Konfiguration umändern oder zurücksetzen und wieder neu machen. Oh, so bedenklich einfach. Wirklich so bedenklich. Aber solange das jetzt wieder geht und nicht laggt, ist alles so. Oh, ich sollte noch den Bildschirm umswitchen. Das wäre jetzt wieder ein fataler Fehler gewesen. Okay, gut. Hoffen wir das Beste und dass es nicht wieder laggt. Bitte. Es hätte vielleicht am Internet liegen können. Betonung auf vielleicht. Es kann auch wieder am PC generell liegen. Weil mein PC ist nicht allzu leistungsstark. Das hat man vielleicht ein paar Mal mitbekommen. So, wir sammeln jetzt nochmal Honig auf. Bis wir die Mission gemacht haben. Und geschafft haben. Oh! Oh! Oh, jetzt haben wir zweimal Stream Down. Ja. Ja, aber. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich den Stream schnell offline nehme und neu starte. Aber. Oder jetzt? Meinst du jetzt? Also. Schau schnell bei OBS, ob alles verbindungsmäßig gut läuft. Ja, bei OBS steht jetzt relativ normal. Ja. Bei OBS steht eigentlich gut. Wahrscheinlich ist es heute wirklich die. Also, gerade nicht. Ah, okay, gut. Okay. Schauen wir noch schnell. Ja, bei ihr nach. Piraten nichts freigeschalten. Sonst. Ja, okay. Gut, jetzt haben wir drei Pflanzenkunde, sozusagen. Sollte uns ein bisschen behilflich sein. Ja, okay, ein bisschen. Ich glaube, es wird uns gut nützen. Ist immer so umständlich, mit Controller in der Hand zu rauchen. Oder halt mit Zigarette in der Hand zu zocken. Oh, jo. Wir haben letztes Mal gegen die Typen verloren. Das war so unlogisch. Also bis jetzt, ich glaube, heute konnten wir noch gar nicht so richtig spielen. Weil halt mehr eigentlich Story war. Und dann, als wir mal spielen konnten, ja halt technische Probleme kamen. Was will man machen? Technik verbessern. Irgendwann kommt die Zeit. Irgendwann. Musste nur neu verbinden. Ah, okay. Bei mir ist aber irgendwas verzögert. Bild und Ton sind bei mir nicht synchron. Ah, schon. Auch bei der Facecam. Ja, sonst starte ich nochmal schnell Elgato. Machen wir schnell den Kampf hier zu Ende und dann. Ja, wie viele jetzt wieder reingekommen sind, als ob. Kein Wunder, haben wir letztes Mal verloren. Oh mein Gott. Ja, wie es aussieht, verlieren wir jetzt nochmal. Ne, nicht bei Facecam. Ah, okay, okay. Hab schon neu gestartet. Starte nochmal Stream neu. Ja, ich mache bei Elgato, wenn es bei Facecam normal läuft, dann mache ich bei Elgato einfach.
Da muss ich nicht extra Steam neu starten. Oh mein Gott, ey, vielleicht schaffen wir es sogar. Na, 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 wir sind da. Bin gleich da. Okay. Okay, ich starte Elgato neu. Also bei mir klingt alles normal, ohne Ruckel. Aber es könnte immer noch versetzt sein, weil ich vorhin Internetprobleme hatte. Okay. Dann hört ihr eventuell schon ein bisschen Musik im Hintergrund. Dann liegt's an mir. Ja, ich starte schnell neu. Der Stream heute besteht ja eh mehrheitlich aus dem, also was soll's. So. Ich habe mir ja mal überlegt, ob wir vielleicht Minecraft spielen könnten und streamen, aber ich glaube, das sieht auch nicht gut aus, wenn ja das auch nicht funktioniert. Ich frage mich einfach, ich habe ja Pokémon Schwert gespielt und hatte bessere Qualität an bei Elgato und alles ruckelfrei, aber in letzter Zeit hat es irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, mein PC wird langsam alt, zu alt. Oder hat vielleicht ein bisschen zu viel Zeug drauf. Okay. Es hat es wieder nicht angezeigt. Ist so typisch. Ich muss jedes Mal zweimal starten. Ich raff das nicht. Okay. Ist immer so still, wenn Elgato aus ist. Okay, will Elgato nicht starten, oder wie? Okay, ich glaube, jetzt sieht man es dann wieder. Wenn ich nur Pokémon höre, werde ich mad. Warum? Warum das denn? Ah, wegen der Sache, wegen Game Freak beim letzten Mal, also beim letzten Spiel. Wegen dem meinst du, oder generell? So. Natürlich muss ich, heute bin ich übelst lost. So. Gut. Ich hoffe, man sieht's. Habe mir ein richtiges JRPG gewünscht. Ja, es war eigentlich so, der Wunsch war immer schon da, schon früher, als man die alten Spiele gespielt hat, dass man irgendwann mal eine richtige Welt hat, wo man so erkunden kann. Und jetzt wären mal die Mittel da, wo man es machen könnte, und dann wird man enttäuscht. Das war halt ein bisschen die Riesenenttäuschung, auch bei mir, aber wenn man sich an die Enttäuschung gewöhnt, ja. Man darf halt auch nicht zu viel erwarten von einem Entwicklerstudio, was vorhin nur Spiele entwickelt hat, die zu einem Handheld gehört. Ja, ist ein bisschen andere Engine. XC2 wurde von nur 40 Leuten programmiert und es ist Pokémon meilenweit voraus. Und kam 2 Jahre davor raus. Ja, ja. Ja, eben, wie gesagt, Game Freak sind keine Spezialisten bei Hauptkonsolenspielen. Und das hat man einfach gemerkt, als sie den Switch gemacht haben von Sonne Mond oder Ultrasonne-Mond zu eben Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli und Schwert und Schild. Lol, also die 40 Leute haben einen Oscar verdient. Ja, es ist eigentlich, ist krank. Auch Santa Monica Studio, die God of War gemacht haben, also das Neueste, also ja, auch die Alten, sind gar nicht mal so viele Leute und Mad Respect einfach eben. Manchmal braucht es gar nicht so die Riesenkonzerne, um gute Spiele machen zu können. Sieht man ja auch bei, ja okay, CD Projekt Red, weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob die klein sind oder groß. Trotzdem, die haben ein übelst gutes Spiel gemacht. Wusstest du, dass die Leute von Xenoblade und BOTW gearbeitet haben und gerade BOTW 2 helfen? Nice.
Und dann kommt FIFA. Also ich glaube, so EA-Titel, die müssen wir gar nicht erwähnen, oder? So diese Kategorie an Spielen, die vergesse ich immer wieder. Und dann komme ich irgendwann mal auf die Idee, oh, Battlefront zocken, das wäre nice. Und dann erinnere ich mich wieder an den ganzen Stress, was früher war. Dann denke ich mir, oh, ja, okay, lass ich lieber sein. Also no hate, aber ja, es steht halt immer vor einem vor den Augen. Oh Mann. Okay, genug geredet. Wieder übelst abgeschweift. Okay, wir lassen das mit dem Melissa Honig mal stehen. Es wäre nice gewesen, weil wir halt gerade hier durchgelaufen sind, aber nein! Natürlich darf man wieder nicht viel erwarten. Okay, jetzt können wir aber Pflanzenkunde 3 gerade austesten. Ja, auch das Bild zu Azami ist einfach übelst gigantisch. Oh, so viele. Ja, da, hier sind sogar Panda-Weilchen. Oh mein Gott, wir haben den Punkt gefunden. Oh mein Gott. Aber Bärglöckchen fehlt uns noch. Auch wenn FIFA Bock macht. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, meine Jungs und ich haben zwar den Koop-Modus in Battlefront 1 gezockt, aber auch nur, weil wir so viel Geld dafür bezahlt haben. Das Spiel hätten wir uns sparen können. Ich hatte übelst die Nostalgie, weil ich Battlefront 1 und 2 früher auf PlayStation 2 gespielt habe. Obwohl ich gar nicht das richtige Alter hatte. Aber ich feierte Star Wars früher schon als Kind und hatte halt die Spiele und ich wurde übelst, also die, meine Nostalgie wurde übelst ausgenutzt. Einfach nur ausgenutzt. Ich dachte, es würde wirklich geil kommen, aber ich war ein bisschen enttäuscht wegen dem 1. Obwohl das 1 jetzt im Vergleich zum 2 sogar, ja okay, im 2 kann man mehr machen. Aber es ist halt das System, was dazu kommt. Aber im 1, ja, ist halt ein bisschen weniger vorhanden. Ich war übelst enttäuscht einfach. Und auch nicht, dass man nicht Multiplayer online zusammen Splitscreen spielen konnte. Das fand ich immer früher an den CODs so geil. MW2 Zeiten oder ja so und Zeug. Okay, ich habe die Spur übelst verpasst. Was? Also wir haben eine Markierung hier auf unserem Bild. Okay, Panda-Weilchen. Okay, sieht... Ja. Ah, okay, 2 haben wir. Okay, schau schnell auf der Map. Was haltet ihr davon, dass Mikrotransaktionen bekommen soll? Also ACNH weiß ich jetzt gerade nicht, welches Spiel das du meinst. Du musst zu Umons Werft. Was ist... Ja, Assassin's Creed New Horses. New Horses? Ist das das ganz neue Spiel? Von dem her habe ich noch... Ah, zu Umon, okay. Wegen dem war das Zeichen so. Sind wir jetzt einfach... Animal Crossing New Horizons. Okay. Was das bekommt? Mikrotransaktionen. Aber sicher nur so Kostüme und so ein Zeug. Ich glaube jetzt eher weniger, das Spiel beeinflusst, oder? So Lootboxen bei Animal Crossing. Oh mein Gott. Ich glaube, die Mission ist hier unten irgendwo. Okay, wir gehen weiter. Also... hoffentlich wegen DLCs.
Also seit dem DLC von BOTW kaufe ich mir nichts mehr von Nintendo. Die haben einfach nicht drauf. Harte Worte. Höchstens für Smash würde ich mehr zahlen. Habt ihr den DLC von XC2 gespielt? Also ich noch nicht. Malus ist auch wieder da, hallo. Also bei BOTW fand ich paar Sachen gut, aber es war auch nicht extrem viel, was hinzugefügt wurde. Außer in der Zeit kam mehr dazu. Also ich habe auch früher... Ja, okay, als ich es gespielt habe, war es auch schon ein Jahr draußen. Hier ist ja wieder die Spur, gut. Vielleicht habe ich irgendwas verpasst bei den DLCs, aber ich weiß noch, das mit dem Epona, also mit dem Motorrad. Ja, wir können wieder Rache nehmen. Oh mein Gott, ich werde jetzt Rache nehmen. Tut mir leid wegen dem Themen-Switch. Was war los? Ja, ich hatte übelst die Lags hier. Glaub mir, das DLC lohnt sich. Okay. Sehr gut, da bin ich auch schon gespannt darauf. Genau dort fliegt er. Jetzt bekommst du eins auf die Glocke, wirklich. Komm. Auf ihn. Wir haben 10 Level mehr. Ah ja, okay, jetzt sollte es wirklich kein Problem mehr sein. Der hat mich so viel gestresst. Ich bin so viel gestorben wegen diesen Scharfschützen-Gott. Meine Fresse. Ich warte mit Torne auf, bis Dreamers anfängt. Ah, nice. Stimmt, das hast du ja gesagt, die Fenster ist. Je nachdem, wie schnell dass ich durch bin, musst du gar nicht lange warten. Okay. Wir machen einfach wieder Vulkan-Technik. So. Komm, wir können ihn umfallen lassen. Gut. Auf ihn! Es geht viel schneller als das letzte Mal. Wir hätten ihn eigentlich auch schon das erste Mal besiegen können. Aber es mischten sich die ganze Zeit andere Gegner ein. Also das war so, es war einfach nur eine Lost Situation. Also sowas wie Torna habe ich mir von Zelda Season Pass gewünscht. Ich habe das DLC aber mit der Torna-Kampagne warte ich noch. Okay. Das wäre natürlich besser gewesen, da hast du recht. Ja, irgendwie bei Zelda so neue Dungeons wäre geil gewesen. Also es gibt ja so einen neuen Endboss, aber... Oder ja, Endboss kann man... Oder einen Sideboss, der es ja auch schon übelst in sich hat. Aber ja, so eine größere Landschaft oder eine neue Region wäre übelst nice gewesen. Es gibt ja irgendwelche Abschnitte auf der Karte, wo man nicht hinkommt, aber wo man sieht, dass es sie gibt. Das sieht man ja auch aus der Ferne und dort hätte man ja ein bisschen Land hinzufügen können oder halt erweitern. Es gibt doch einen neuen Dungeon. Ja, der Boss war... War nice, besser als Ganon. Ja, voll. Auch komisch vom Design her, einfach so ein Guru. Aber neue Region wäre sau geil gewesen. Oh ja. Ich bin übelst gespannt, wie BOTW 2 rauskommen wird. Weil es wird ja sozusagen fast die gleiche Map sein. Einfach halt paar Jahre später. Und ohne Türme, was man schon im Trailer gesehen hat. Vielleicht haben sie jetzt übelst halt Zeit gehabt. Ja, das haben sie natürlich eh gehabt. Wo sie Dungeons hinzufügen konnten, noch ein bisschen die Gegend auspolieren konnten, verbessern konnten, mehr Geschichte reinpacken. Also ich bin übelst gespannt, wie es jetzt wird. Okay, schon wieder Eruption. Ja, Mann! Endlich haben wir den einzigartigen Gegner besiegt. Aber oh, Mann, ich sammle noch schnell Items auf. Leunen waren stärker als Ganon. Ja, gefühlt.
Moment mal. Wir bekommen dieselbe Map, nur mit kleinen Veränderungen. Ja. Hast du es nicht mitbekommen? Das haben sie bei einem Interview gesagt, dass die Map eigentlich fast die identische Map ist, halt einfach ein paar Regionen haben sich verändert, Städte haben sich irgendwie vergrößert oder auch verändert. Es ist halt im Laufe der Zeit passieren ja immer Veränderungen. Das ist eigentlich auch noch interessant, man kommt wie zum gleichen Spiel zurück, aber alles ist anders. Und das, ja, man kann es eigentlich als Erweiterung sehen, aber ich hoffe, sie machen wirklich viel rein, sonst ist es dann wirklich ärgerlich, wenn man sich dann so übelst gehypt ist und dann merkt man, oh, it's the same. Was haben wir hier unten? Ja, sieht man ja auch im Trailer, finde ich aber nicht schlimm. Man glaubt, hier kommt XC3. I don't know. Die Frage habe ich mir eigentlich noch gar nicht gestellt. Keine Ahnung. Das ist immer eine Frage, okay, die Nachfrage ist eigentlich da, weil es gibt relativ eine große Community. Was ist das denn dort für ein Stein? Aber da kam mir jetzt gerade übelst was in den Sinn. Ein Kollege hat mir auch so, als GTA 5 so etwa ein Jahr draußen war, hat er mich so gefragt: Wann glaubst du, kommt GTA 6 raus? Und ich schon zu ihm: Alter, das wird so lange dauern und jetzt immer noch kein GTA 6. Es ist so lange. XC3 kommt zusammen Half-Life 3, okay. Oh nein, Half-Life 3. Die Geschichte auch. Jedes Mal, immer wenn Valve irgendwas ankündigt, alle übelst gehypt, freuen sich und dann... Oder kommt jetzt Half-Life 3? Weil das hätte ich gar nicht mitbekommen. So. Oh nein, oh mein Gott. Warum bin ich nur runtergehüpft? Naja, aber XC2 ist bald 3 Jahre alt. Ja, stimmt. Ist ja 2017 rausgekommen. Stimmt. Ist halt nicht gealtert. Das finde ich auch nice. Das muss man auch so... Wenn man wirklich riesige Spiele macht, braucht es eigentlich gar nicht so eine kurze Zeit nach dem Spielrelease gerade ein neues Spiel, weil so lange Zeit, wie sie investieren können in Entwicklung von dem nächsten Spiel, umso besser. Das haben wir immer bei Horizon Zero Dawn gesehen und als Paradebeispiel im Vergleich No Man's Sky. Horizon Zero Dawn wurde angekündigt. Und dann kam übelst lange nichts. No Man's Sky wurde angekündigt. Hat übelst viele Versprechungen gemacht. Kam dann übelst schnell raus. Alle enttäuscht. Und Horizon Zero Dawn kam dann irgendwann mal später raus. Und war übelst gut. Weil sie halt wirklich Herzblut und alles rein investiert haben. Und das ist immer besser, als wenn man Zeitdruck hat. Es gibt so viele Spiele, die unter Zeitdruck litten. Wo man sich wirklich gedacht hat, warum tut man das dem Franchise an? Es sind so viele Franchise untergegangen. Haben ein bisschen Schaden genommen. Fallout 76. Habt ihr das irgendwie gehört? Oh Mann, ich war so enttäuscht. Fallout 76 war so eine Enttäuschung. Es ist nicht jedes Spiel gut, aber die hatten dort ja auch Zeitprobleme, aber ja. Es war noch schlimmer bei Fallout 76, also ist nicht gerade das beste Beispiel, weil es noch andere Sachen dazu gab. Oh Mann.
Ich glaube, hier hören die Spuren auf. Aber das ist doch... Yo, darauf freue ich mich so. Ah, das gehört... Plötzlich Kommentaren voll. Was, wir haben sie abgeschlossen? Ich hatte jetzt von den Erinnerungen her ein ganz anderer Platz im Kopf. Vielleicht kommt man dort noch hin mit den Kindern. Keine Ahnung. Die Musik ist übelst bedrohlich. お前ら。よ。随分と遠くまで逃げてくれたじゃないか。おかげでこの先の予定が狂っちゃったよ。くそ。お前たち、まだ子供だろ。盗んだもの返してくれないか? アレン・アングレフスポジション。子供を痛い目には合わせたくない。お前だって子供じゃないか。これでも一応社会人なんだぜ。さあ、返してくれ。誰が返すもんか。 Was kommt jetzt? Rex Anzug, wenn er die wahre Macht hat, ist immer noch besser. Wenn ihr oh Mann, ey, wie können sie eigentlich Tiere kontrollieren? Ja, okay, vielleicht sind das die Haustiere, aber es ist auch nicht schön. Wir verprügeln jetzt die Haustiere? Das sind sogar alles einzigartige Gegner. Okay, die sind übelst schnell down. Erste down. Steinschlag. Oh nein, wir haben so die Probleme. Wo ist eigentlich Umon? Hat er irgendwie Probleme bekommen, als wir weg waren? Der Wasserzug. Ey, das waren jetzt übel starke Gegner. Oh mein Gott. Angeber. Gut. Schade, ein bisschen, als dass wir Gewalt einsetzen mussten. なんでこんなことしたんだ。あのさ、黙ってちゃわかんないんだけど。お嬢様、もう少し優しく。 Nia ist immer so extrem gerade. な、何か事情があるんだろう。もしかしてお金に困ってるのか。バカにするな。金になんか困ってるもんか。なるほど。金には困ってないと。金じゃないとしたら何。 Habt ihr die Sprache auch auf Englisch? Nope. Na. Oh, immer Rache. Kotaki? Mura no minna no kataki uchi o shitakatta nda. Masaka Blade o douchou saseru tsumori datta no ka? Setsumei shite kurenai ka? Chikara ni nareru kamoshirenai. Ich
水が出るって理由だけで。生き残りは？もしかしてあんたたち。Ja, der Krieg hat sehr viele Opfer. Die Musik in dem Spiel ist aber auch wirklich nicht zu toppen. Ja, wenn es nicht am Buggen ist. Aber ich finde die Musik hier auch sehr, sehr schön. Das macht immer gute Spiele. Also ja, okay. Wenn die Musik gut ist, aber Gameplay nicht gut ist, ist egal, aber es unterstreicht ein gutes Spiel noch mehr. So wollte ich es sagen. Ist Geschmackssache. Aha, wegen lieber japanisch als... Ja, voll, ist Geschmackssache. Wenn man sich an den schottischen Akzent gewöhnen kann, dann nur zu... Dann versteht man ja auch sogar beim Reden sogar was. Aber so ist es wie ein Anime. Ich mache das so viel. Japanische neue Folgen schauen mit englischem Untertitel. Ja, der Akzent ist gewöhnungsbedürftig, aber es ist auch nicht schlimm. なるほど。確かに襲撃するなら今かもしれませんね。あの領事に統率力があったかどうかは疑問だけど。もしかしてトラたちのせいかも。まあ、きっかけくらいにはなってるだろうな。 Wir helfen denen, obwohl sie uns beklaut haben. Egal. So schnell wendet sich das Blatt. Ja. Oh mein. Nix da. それじゃあ行ってくれ。リリオたちは町の衛兵に伝えに行ってくれ。伝えるって野党のこと？野党の話をしたところで信じちゃくれないだろう。そうじゃなくて俺たちのことさ。給水塔を壊した連中が宗樹の丘に隠れてるって伝えるんだ。構わないけど何のために？まあそのうちわかるよ。とにかく頼んだぜ。 Okay. Können wir jetzt den Kernkristall eigentlich mal öffnen? Oh. Ey, wir haben heute noch gar nicht geöffnet. An einer Stelle redet er vor sich hin, aber der Sprecher redet so, als ob er direkt zu jemandem spricht. Solche Sachen halt. Ist aber die Schuld von Monolith. Naja, ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Also lernen jetzt und dann spiele ich weiter bei XC. 2 bis morgen. Ah, ey, Jonas, schöner Tag dann noch. Man sieht sich bis die Tage dann. Man muss den Sprechern eine richtige Richtung vorgeben. Die armen Sprecher mussten bestimmt über den Skype-Anruf ihre Lines sprechen. Also, ich glaube, das hat sogar was. Weil es waren auch nicht viele Synchronsprecher. Bei der englischen Version. Ich habe es ja beim ersten Mal durchspielen auf Englisch gespielt, beim zweiten Mal auf Japanisch. Und ich muss sagen, mir gefällt auch vom japanischen Klang her, von den Synchronsprecher, ist es viel authentischer gestaltet. Also ich meine, viel mehr Emotionen in den Stimmen. Und das könnte wirklich also es könnte wirklich wahr sein, weil es klingt wirklich, wie sie manchmal ein bisschen aufgeschmissen sind. Oder halt nicht wissen, wie sie rangehen sollen an der Situation. Und im Japanischen klingt dann die Wortlaut ganz anders. Also die
Betonung ist ganz anders. Wortlaut, übelst dumm. Beste Beschreibung wieder. Fängst es diese Woche ja eh Zeugnisausgabe. Lern nur, falls der Geolehrer mich abfragen sollte. Kurzzeitgedächtnis kurzzeitig füllen. Geht immer. Immer kurz vorher. Naja, aber jetzt bye bye. Bye Jonas, man sieht sich. Ah, wir können gar nicht öffnen. Schade, okay. Warte, Tugendpunkte? Ist Tugendpunkte die Bezeichnung für alle hier? Weil wir hatten ja gestern irgendwas mit einer Urkunde wegen, eben Tugendpunkte. Wo ich ja null Ahnung gehabt habe, was richtig oder was es überhaupt war. Beim Japanischen passen die Mundbewegungen. Ja, voll. Ja, voll, stimmt. Die Animationen sind ja auf das stimmt. Das wäre mir jetzt eigentlich gar nie richtig bewusst worden. Ob es beim Englischen übelst unsynchron ist. Das wäre dann noch interessant mal anzuschauen. Okay, gut. Ja, wir hätten es ja eigentlich am Anfang gesehen. Unser Anfang, also das Projekt hat ja Englisch angefangen. Und dann habe ich es ja bei Argentum umgestellt. Also hat man eigentlich den Vergleich sogar hier. Oder auf dem YouTube-Kanal. Ich weiß gar nicht, ob der Stream jetzt noch bei Twitch zum Anschauen gibt. Okay, eine normale Klinge. Eine Dunkelklinge. Okay. Wieder sehr viel Motivation. Diesmal haben wir gar nicht so viele Klingen zum Öffnen. Wegen dem habe ich wahrscheinlich ein bisschen verpasst. Im Englischen ist es richtig schlimm. Okay, es wäre mir gar nicht aufgefallen, dass es so unsynchron ist. Wenn sie so den Mund zu haben und dann fängt der Sprecher schon an zu reden. Dieses Problem gibt so viel in den Schweizer Werbungen. Also no hate, aber wenn bei uns eine schweizerdeutsche Werbung kommt, dann redet die Person irgendwie und dann ja, das ist eine sehr gute Achse und alles. Es passt einfach gar nicht so richtig. Okay. Sehr gute Arbeit geleistet. Aber no hate. Hab's aber irgendwie toleriert. Ja, okay. Ja, man kann ja drüber hinwegsehen. Einerseits versteht man, was sie sagen in dem Text. Andererseits ist es dann unsynchron. Beim anderen haben wir dann ja, japanischen Text, aber es ist alles synchron. Also mir passt auch, also nach meiner Meinung einfach, das Japanische mehr, weil ich mich halt auch daran gewöhnt bin. Also nicht nur wegen diesem Spiel, halt auch wenn man online irgendwelche Serien schaut oder generell Folgen sieht, die schon in anderen Ländern draußen sind, aber bei einem selbst nicht. Ja, man muss sich halt anpassen. Also man merkt, dass die Sprecher nicht mal ein Video von der Cutscene vor sich hatten. Die haben einfach nur ihre Lines bekommen und mussten die per E-Mail schicken oder so. Das wäre ganz krass, oh mein Gott. Wenn sie nur den Text... Ja. Aber dann, das wäre von der Organisation her, dass man ja eben auf eine andere Sprache übersetzen kann oder halt auch eine andere Sprachausgabe machen kann für das Spiel, ist das ja aber übelst... Oder wäre das übelst Billo-mäßig? Ihr Text, übersetzt schnell. Das war ja früher auch bei den Pokémon-Spielen so. Ich weiß nicht, welche Übersetzer das sie gehabt haben, aber die waren nicht immer so absolut gut. Wir haben auch ein paar Mal englische Wörter gefunden, also beim Let's Play. Oh, ich habe abgekürzt. Beim Stream. Ich glaube, es war bei der Smaragd-Edition, wo plötzlich in einem deutschen Text einfach Just stand. Also J-U-S-T.
Und das ist ja vom Englischen. Egal, kann ja passieren. Cassie hat die erste Cutscene mit Zeke auf YouTube anscheinend. Da merkt man es. Okay, das muss ich mir merken. Ich muss dann nach dem Stream nochmal den Text hier durchlesen. Okay. Das ist manchmal komisch, eben, wie es so Unterschiede gibt von Spielversion zu... Ja, okay. Ist ja keine richtige Spielversion, es ist einfach die Audioausgabe. Aber es macht schon viel aus, eigentlich. Vor allem, dass es überhaupt möglich ist für uns, die japanische Ausgabe noch, ja, so wie im Nachhinein herunterzuladen. Das fand ich übelst nice, weil, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das Spiel genau den gleichen Touch gehabt hätte gegenüber mir, wenn ich es nochmal in Englisch durchgespielt hätte. Weil ich fand es dann beim zweiten Mal durchspielen viel besser. Ja, okay, ich hab mich dann auch komplett eingelassen auf die Story, wollte auch alles durchspielen. Hör, warum kam jetzt nicht Azami? Solange, dass wir irgendwie Pantherweilchen bekommen oder irgendwas so, ist alles okay. Wir sammeln einfach alle Sammelpunkte ein. Ich weiß, ich könnte eigentlich jetzt teleportieren. Ja, ich könnte eigentlich jetzt teleportieren. Aber wir sammeln jetzt hier noch ein paar Sachen auf. Solange, dass wir hier genügend Pantherweilchen finden. Oh mein Gott. Wir sind im Paradies. Aber wir brauchen noch Bärglöckchen. Jetzt ist die Frage. Wo fand man noch hier in Gormod Bärglöckchen? Ich glaube, das war eher mittig im großen Bereich. Dort beim See und so. Dort fanden wir ja die meisten Beeren. Also man findet hier irgendwie einfach selten. Okay, Pantherweilchen nochmal. Hab beim zweiten Run auch auf Japanisch gestellt und es war deutlich angenehmer. Nur blöde, dass es keine Untertitel gibt. Ja, halt. Also du meinst Untertitel einfach im normalen Spielverlauf, also wenn man am Kämpfen ist und so. Ja, ist ein bisschen strange, weil man halt nichts mehr versteht, auch wenn er hüpft, macht er Hi! Hi! Ganz anders als im Englischen. Die ganze Zeit labern die Japaner ins Ohr, aber man weiß nicht, was sie sagen. Das ist halt der Kulturunterschied. Außer wenn man selber Japanisch kann, dann ist es übelst nice. Hab dich fast vergessen. Na, wie geht's? Oh, Hamon, hallo! Ey, mir geht's gut und wie geht's dir so? Orkan überlebt. Stimmt. Habt ihr eigentlich den Orkan gut überstanden? Weil bei uns war gestern nach dem Stream ging richtig schlimm die Post ab. Ich war kurz noch draußen. Übelst der Mülleimer verschüttet. Überall oben hat es irgendwie am Dach die ganze Zeit irgendein Stock gegen die Wand geschlagen. Ich habe die ganze Zeit ein Klopfen gehört. Übelst krank. Sonst ist es eigentlich immer ruhig hier in diesen kleinen Örtchen. Aber gestern war die Hölle los. Ja, stimmt. Ich war sogar noch draußen und es war richtig windig. Ja. Oh ja. Das kann ich auch. Also, ich glaube, in Deutschland war es sogar schlimmer als bei uns. Und bei uns war auch schon heavy. Mein Hund hatte gar keine Lust, draußen zu sein. Sie schaute mich so an. So richtig. Are you serious? Als wir draußen standen. Ja, da muss jedes Tier durch. Sonst macht sie dann noch rein und dann sind nicht alle happy. Aber, oh Mann. Ich glaube, jedes Lebewesen reagiert gleich auf dieses Wetter. Einfach nur in Sicherheit begeben. Ja, okay, es gibt immer irgendwelche Ausnahmen, die gerne draußen sind, wenn es so richtig stürmt. Ich finde immer das Feeling, also jetzt nicht nur wegen Orkan-mäßig,
Also beim Orkan war es, also so wenn es windig ist, finde ich es jetzt eher weniger. Aber wenn es so richtig donnert und stürmt draußen, so windet, also einfach windet mit Regen dazu. Wenn man hört, dass es richtig starker Regen ist und man drinnen ist, schön im warmen Bereich, schön in Sicherheit, sag ich jetzt mal. Dieses Feeling, das finde ich absolut top. Ist immer so gemütlich. Vor allem so Sommergewitter. Leider gibt es die Sommergewitter nicht mehr so häufig wie früher. Jedenfalls, also bei uns jedenfalls. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bra, ich war gestern auf dem Weg zum Kuppel, habe mich untergestellt, weil der Regen schlimm wurde. Dann stand ich so lange unter einer Bushalte, bis es anfing zu schneien. Was? Es hat geschneit? Bin wieder nach Hause gefahren, oh mein Gott. Da wäre bei mir auch die Motivation wieder rund. So, really? Ich gehe nach Hause. Ja, wäre ich auch. Mein Dogo will zurzeit auch nicht raus, ja. Jedes Lebewesen hat keinen Bock auf das Wetter dran. Bei mir hat es ein bisschen gehagelt, oh mein Gott. Ja, wir hatten nur Regen. Zum Glück nur das. Aber der Wind war halt übelst on fleek. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland so Gebrauch ist, aber hier ab und zu in der Schweiz stellen sie so Bäume auf, relativ hohe Bäume, wenn ein Kind geboren wird. Und das lassen sie dann irgendwie ein Jahr vor der Hütte stehen, dass man sieht, ah ja, okay, diese Familie hat ein neues Kind bekommen. Und das haben sie hier, also ich sehe die ganze Zeit im Augenwinkel ein Bäumchen bewegen, weil es gerade die perfekte Höhe hat für unsere Etage. Und gestern dieses Bäumchen die ganze Zeit hin und her am Bewegen, dass das noch gehalten hat, weil irgendwie der Stiel ganz oben ist etwa noch so dick. Und es verläuft auch so nach unten. Also ganz sehr close, sehr, sehr close. Gutes Holz gewählt. Kein Billo-Holz. Ich glaube, ich bin komplett fehl am Platz. Aber ich bin auch eigentlich mehrheitlich am Berglöckchen suchen, damit wir nicht nochmal hierher kommen müssen. Aber ich glaube, bis jetzt haben wir kein einziges Berglöckchen gefunden. Pantherweilchen, ja. Berglöckchen. Ja, ja, Mann, aufs Wort. Ja. Übelst die Freude wegen Berglöckchen. Ey, so lost. So lost kann ich nur sein. Okay. Also wir müssen irgendwo dort nach oben gehen. Okay, der T-Rex lassen wir jetzt mal. Okay, wir sind down. Was für eine Oh shit. Okay, gut, wir sind in Sicherheit. Größerer Jumpscare als bei Slenderman. Ja, okay, da gibt es nicht heftige. Ja, okay. Je nachdem, ob er herumglitscht oder nicht, dann kann es zu einem Jumpscare kommen. Okay, gut. Wir hatten keine Probleme. Hier in der Gegend war doch eine Mission. Hier in der Gegend. Okay, wir müssen wirklich hier den Ast nach oben gehen. Jetzt ist die Frage, wollen wir als erstes die Nebenmission annehmen? Ja, komm. Schon Frage beantwortet. Lol, wie stark das die Gegner hier schon sind. Also ja, wir sind ein bisschen unterlevelt. Wir warten. Yo! Also der Name passt. Hungriger Lykos. Ich glaube, er ist wirklich hungrig, dass er uns einfach so willkürlich angegriffen hat. Ach komm schon.
Beruhig dich! Okay, ganz close. Alles gewollt. Okay. Wie es aussieht, müssen wir hier nochmal ein einzigartiger... Wieder Bergglöckchen, ja. Okay, diesmal hat Xenoblade Chronicles Gott will es nicht mit uns. Sonst generell spielt ja immer das Spiel gegen uns, was ja eigentlich auch normal ist. Aber heute... Panda-Weilchen, übelst nice. Es könnte sogar sein, dass diese Mission mal angenehm vorübergeht. Außer die Zutaten reichen dann schlussendlich trotzdem nicht aus. Könnte auch... Es kann so gut möglich sein. Wir müssen einfach dran glauben. Ja, okay, die Mission wird so oder so gemacht, aber... Ich glaube einfach an, an meiner Motivation, dass die dann nicht weggeht. Okay, kämpfen wir gegen den nächsten. Es könnte sogar sein, dass wenn wir gegen den einzigartigen Gegner kämpfen, gerade ein Level abbekommen. Ich glaube, es ist sogar der gleiche Typ, der uns letztes Mal ja in eine Falle gelockt hat. Der ist down. Hey du! Scharfer Mertan! Let's go! Jetzt greift er erst an. Irgendwie ist es ein bisschen heikel hier gerade am Rand zu stehen. Ja, okay, solange das niemand runterfällt. Außer der einzigartige Gegner könnte ruhig runterfallen. Also das wäre kein Problem. Jetzt arbeiten wir wieder mit Siegelattacken. Tora braucht Hilfe. Oh mein Gott, der ist down. Ich habe mal die Klinge wieder gewechselt. Ey, die Waffe ist ja übelst langsam. Warum ist die Waffe so... Ah, die haben wir natürlich ja noch null verbessert. Was machen wir? Oh, es könnte sein, dass... Ah nein, es reicht nicht gerade. Schade. Schade. Nein. So close. Okay, darauf war ich nicht vorbereitet, dass dieses Quicktime-Event kommt. Okay, schon mehr als die Hälfte haben wir ihn dann schon abgezogen. Das Gitarren-Solo im Hintergrund. Oh nein, ich bin da. Classic. Es wäre ungewohnt, wenn wir nicht down gehen würden. Heute war das so gängig. Okay. Irgendwie bekommen wir keine Siegelattacken hin. Die Explosion von dieser Waffe sieht immer so schlimm aus, aber macht gar nicht so viel Schaden. Boom! Auswechseln! Wieso sagt Hora die ganze Zeit Aniki Bruder zu wechseln? Heißt Aniki Bruder? Wäre mir jetzt auch nicht aufgefallen. Komm. Gaias Faust noch rein. Ah, okay. Wir haben es gerade noch retten können. Aber ich glaube, scharfer Mertan ist jetzt down, oder? Ja, ist down. Nice. Ey, wieder ein einzigartiger Gegner. Nicht runterfallen. Okay. Gut.
Wir hätten einfach ein bisschen weiterlaufen sollen und dann hätten wir einen Reisepunkt gehabt. Ich dachte, für Norpon sind alle Freunde. Ja, ja voll. Außer vielleicht für Oberpon Bana. Ich kann den Namen einfach nicht aussprechen. Ah. Wir sind wieder an einem Gasort hingekommen. Das ist wieder ein konzentrierter Furz. Also das haben wir ja letztes Mal in den Titanen gefunden. Aber scheinbar kann es auch außerhalb von den Titanen passieren. I don't know. Es ist immer noch ein Rätsel für mich. Wir machen es für Van Damme. Van Damme hätte das eh haben wollen. Oh, okay. Man kommt in dieses Menü rein. Okay, let's go. Man kann abgekürzt, als ob. Ja, okay, wenn man 3, 4, 5.000 Mal schon durchgespielt hat, dann will man es sicher nicht immer wieder ansehen. Aber wir gönnen uns jetzt den ganzen Clip. Das wird sicher bei Rock auch episch sein. Ich mag Rock auf Englisch. Wenn man Miasma entfernt, sagt er Miasma Chiasma. Wir haben einen Vogel-Pokémon. Oh mein Gott. Setz Aeroas ein. Los. Oh fuck. Falsches Franchise. Mist. Das war kein Taubsi. Was? Okay, hat Rolle Angriff. Nice. Rückangriff stärkt Rückangriffe, halbiert Wut, stärkt die nächste Meistertechnik. Reduziert durch Angriffe erzeugte Wut um 20%, erhöht die ersten 30 Sekunden eines Kampfes Schaden um 60%. Erzielt bei Rückangriffen 20% mehr Schaden. Ja. Windelement, ja, Miasmenvertreibung, okay. Schlösser knacken. Okay, sehr geil. Also Rock können wir eigentlich gut gebrauchen, aber... Ich weiß nicht, ob wir ihn jetzt auswechseln wollen gegen Adenai. Eigentlich würde ich gerne Adenai weiter verbessern. Oh, jetzt verstehe ich, warum Azami vielleicht nicht so gut ist. Dachte jemand anders auch erst, dass Rock fette hat oder war das nur ich? Ich dachte auch, Rock wäre eine Frau am Anfang. Bis ich dann bemerkte, oh, die Stimme klingt ein bisschen zu männlich. Er weiß ja nichts mehr, leider. Aber an das kann er sich dann erinnern. Ja, okay, das ist wahrscheinlich im Unterbewusstsein. Das Blöde an Rock ist, dass man für jede Stufe seines Skillbaums eine Stufe mit den Söldnern hoch muss. Seine Skills sind... Oh, oh mein
Da habe ich Flashbacks wieder. Stimmt. Oh, nein. Das ist ja die Klinge. Jetzt verstehen wir, warum auch Van Damme uns den Söldnerauftrag-Job gegeben hat. Okay. Das heißt reinfarmen. Wow. Gerade in einer neuen Welt. Oh mein Gott. Ah, ich muss noch Rock auswechseln. Ja, ich weiß, ich bin schnell noch in dieses Menü rein. Kugelfaust. Ja, verbessern wir sonst eine Stufe mehr. Oh nein. Es wird lange dauern, Leute. Ja, okay, das können wir lassen. Okay. Dann wollte ich sie hier noch mit einem Amethystensplitter. So. Erhöht Reichweite von Ätherkanonen um 5 Meter. Okay. Geil. Oh. Stahlsplitter würde mehr machen, aber wäre ohne Effekt. Also lassen wir das nochmal mit dem Amethystensplitter. Jetzt, ich glaube, Dromark war die Klinge, die keinen Effekt hat. Oder, nein, Poppy hat das. Dann war wirklich Dromach derjenige oder der Einzige. So, gut. Dann haben wir das. Jetzt können wir auch gerade schnell anschauen gehen wegen Rock. Ah. So. Klingepartner. Dann wechseln wir sie natürlich aus. Oder wo war das? Irgendwo war das noch. Also hier ist Gesamtschaden. Aber wo war das nochmal? Es ist der Schlüsselerfolg. Okay, eine Stufe brauchen wir noch. Aber eben bis Stufe 5. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ätherkanonen sind, glaube ich, die einzigen Waffenart, die nur eine Sorte an Damage machen kann. Jeder Meister hat nur Ätherkünste mit den Kanonen. Obwohl ich glaube, Katanas machen auch nur physischen Schaden. Aha, eine Sorte an Damage. Also sie machen Spezialschaden oder einfach Ätherschaden. Oder was hier in diesem Spiel der Unterschied zwischen... Also es gibt einfach normale Attacken. Und dann Fernattacken hätte ich... Oder meinst du es mit Fernattacken so? Okay, machen wir schnell dieses Miasm weg. Und dann wechseln wir wieder Azami rein. Weil ich würde gerne schon Azami verbessern. Also die Cutscene geht direkt weiter. Das war so typisch. Hm. Ist es eigentlich synchron noch? Weil sobald es unsynchron ist, am besten immer zu schreiben, dann behebe ich es so schnell wie möglich. Ich, Idiot, habe 3 Ätherkanonen auf Sieg, obwohl er auf Stärke basiert. Warte, mach noch die Oh mein Gott. Oh. Da muss man bei ihm eigentlich mehrheitlich den Wulfric. Ich glaube, Wulfric sollte ja so eine Stärke-Klinge sein. Okay, das ist aber gut zu wissen, Defenseless. Danke. Hoffe ich, ich mache nicht den gleichen Fehler. Ja, Rock gehört jetzt zu unserer Gang. Wegen meinem schlechten Internet gönne ich mir nur den Sound. Ah, okay. Ich benutze bei Sieg Stärke und Ether. Okay. Ah, das gehört zur Defense List.
Aber... Ah ja, okay. Wenn du das Sound hörst. Wir sollten noch vorher austauschen, bevor ich irgendeinen Kampf anfange. Ich bin so lost. Ey, wir müssen uns... Oder ich muss mir das wirklich angewöhnen, am Anfang Söldneraufträge zu machen. Wir hätten jetzt in dieser Zeit, als ich gespielt habe, hätten wir so Reiskuchenvertrag und Abenteuervertrag. Nice. Das ist sehr, sehr nice. Hätten wir schon mehrere Söldneraufträge... Oh, Junge. Das vergesse ich einfach zu schnell. Das kam auch gestern oder vorgestern erst dazu. Ja, wir machen einfach Agentum. Wie kann man rausnehmen? Ah, okay. Ich behalte noch Cora. Zwar nein, was ist das für ein dummer Überlegungsfehler? Ich dachte, wir bräuchten Cora noch, aber gestern hatten wir ja den Fall, als wir uns in Uraya befanden, wollte ich ja Dexton besiegen und auch Hasitz mit Cora. Und dann haben wir sie losgeschickt in einer Söldnertruppe. Rock und die Rockettes. Mein BOC sieht zurzeit so aus, alle down bis auf Morak, die sich mit Corvins Level 1 Spezial am Leben hält. Es ist langsam und mühsam, aber ich komme voran. Ja, glaube ich, ist spezielle Taktik. Aber solange es arbeiten sollen auftritt. Ja, okay, solange es dort geht. Solange es geht, ist alles okay. Wir können immer noch nicht 2 einsetzen. Vor allem Söldnerstufe 2 erreichen wir ja wahrscheinlich noch nicht gleich. Also heute nicht, morgen wahrscheinlich auch nicht. Übermorgen könnte es schon sein, dass wir die zweite Stufe erreicht haben. Oh Mann. Okay, ich speichere noch schnell das Spiel. Gut, dann machen wir weiter an der Story. Oh Mann. Oh, Aufrichtigkeit. Gut. Sehr gut. Ich weiß nicht. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, ob wir den kleinen Typen hier angreifen sollten. Hab's mir anders überlegt. Die Landschaft ist einfach so geil gestaltet. Man findet so viele, oh mein Gott, Orte. Fast noch runtergefallen. Berglöckchen! Berglöckchen, bitte! Das könnte... Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir haben den perfekten Platz gefunden. Okay, wir farmen dann, bevor wir wieder zurückgehen nach Argentum, farmen wir hier richtig schlimm die ganze Zeit Berglöckchen. Damit wir wirklich genügend haben. Ich glaube, jetzt haben wir dann schon genügend. Dauert nicht lange. Ich mute mich noch schnell. Ich drehe schnell eine Zigarette, dass ich nicht die ganze Zeit reinknister. やりすぎないよう注意ね。敵を受けたんじゃなかったのかも。方法はいくらでもある。だろ?あんたがそう言うなら了解です。じゃあ、行くよ。お前ら、武器を置け。町には行かせない。なんだったんだろう。ガキどもが何の用で。待て。ドライバーにブレイドだと?
さてはてめえら町に雇われてどうかな。ち、どうやって俺たちの計画を。ない。おいおめえらガキどもをぶち殺せ。Okay, wie es aussieht, konnte ich die Cutscene nicht voll und ganz ausnutzen. Mit einer Schnellreise sollen die Sammelpunkte respawnen. Ja, ja. Danke für den Tipp. Okay, ey, wir sind so overpowered. Alles no problem. Listiger Benjamin. Okay. Listiger Benjamin. Auf ihn! Er ist am Boden. Er hat sogar Feuerschwäche. Gar nicht gut. Gegen uns jedenfalls nicht. Ey, was macht der andere Typ? Reagier dich ab. Hallo? Okay. Also, der listige Benjamin hält noch einiges aus. Er gönnt gar nicht. Er ist kein Gönnjamin. Wieso sprechen japanische Bad Guys immer so komisch? Bedrohlich. Nein, alles andere als bedrohlich. So wie halt im Anime. Immer mit Kampfschreien. Mit Überbetonung von Wörtern. Nani? Level 29. Willkommen. Ey, dass der Benjamin so viel aushält. Ja, okay, er ist auch der stärkste von allen. Aber trotzdem. Warte. Eruption, auf ihn. Oh mein Gott, war das knapp. Holy. Okay. Ich wollte doch eigentlich nur schnell eine Zigarette drehen. Ich verstehe es manchmal nicht. Seltener Kernkristall, geil. Das geht doch nicht. Okay, Dampfbombe. Hoffentlich können wir auf die dritte Stufe aufladen. Gegen den wir jetzt gerade kämpfen, heißt Erpresser Jo. Erpresser Jo. Boom. Er ist jeden Schuss ausgewichen. Achso. Nein, es reicht nicht gerade für das Feuersiegel. Nein! Oh mein Gott, es hat noch gereicht! Das war aber übelst close. Ey, man hat beim Balken gar nichts mehr gesehen. Holy moly. Ja, okay, Karrenbrecher, Grzeck. Sollte das nicht Greg heißen? Okay, das heißt Grzeck. Doch wahrscheinlich jemand eingeschlafen. Wegen dem Namen zu schreiben. Und wenn es den Namen gibt. No hate. Ich kenne den Namen nicht. Das Nani ist in der aktuellen Jojo-Staffel ein Running Gag. Kann man einfach nicht mehr ernst nehmen, wenn jede Reaktion auf etwas das typische Nani ist. Ja, Nani heißt ja auch, was zum, die ganze Zeit, was zum, oh Mann, Gag, wie schreibt man Gag? Oder Gag? Greg? Also ich habe Gregory gemeint, also den Namen Greg. Wenn du zu dem meinst, ich mache schnell Mute. Man hört einfach. Aber wir sind wieder ein Eigentum. Na,
その代わりと言っちゃなんだけどさ、罪滅ぼしも兼ねて紹介でコキ使ってくれないかな。こいつらを、まさかアレックス、ソルベージョンにしろってか。トゥビライトウィンズンクヌスタン。手先も器用だし、な、ね、頼むよ。行く当てもないかわいそうな子供たちだぜ。見捨てたら罰が当たるって。だが、お前ってやつはしゃあない。わかった、プニンさんには俺から伝えておくわ。ただし、最初のうちは衣食住の世話のみ、給料は一人前になってからだ。だってさ、おせっかいだったかな。レックス、レックス、ich kann's nicht mal nachmachen. Rex. Gambare, ja. Ganz spezielle Betonung von den Buchstaben. Das haben wir so in unserem Sprachgebrauch gar nicht. Also mir würde jedenfalls kein Wort einfallen. Puh, können wir dann endlich weiter nach Mor Ardain? Ja, das war wahrlich nicht der erfreulichste aller Umwege, den wir da auf uns nehmen mussten. Meister Pon guckt, als hätte Meister Pon vergessen, wo Schiff abfährt. Thora hat nichts vergessen. War 10. Ebene. 10. Ebene. Aber Goldmund hat gar keine 10 Ebenen. Es war auf der 4. Ebene, auf dem Flugdeck. Wollen wir dann mal so langsam? Ja, gehen wir. Und immer schön auf die Wertsachen aufpassen, ja, Rex? Ja, ja. Ich finde die Anlehnung an die chinesischen Mythologie auch cool. Rock ist der rote Vogel, Dromak der weiße Tiger, Grams der blaue Drache und Genbu Kröti ist die Schildkröte. Oh was? Das wäre mir jetzt auch gar nicht aufgefallen. Oha! Also die... Haben sie die chinesischen Horoskope sozusagen aufgenommen? Oder bin ich da jetzt auf dem Holzweg? Ich hätte... Weil dort gibt es ja auch Tiger und alles. Weil das ist dann interessant, wenn... Oh, das finde ich immer so nice. Das finde ich eben auch bei Pokémon. Wegen dem finde ich das Franchise Pokémon so geil, weil die meisten Pokémon haben so einen geilen Ursprung. Man überlegt sich übelst viel an einem Pokémon, auch wenn es übelst schlusskomisch aussieht, wie Knapfel oder so. Haben sie sich übelst viel überlegt. Ja, okay, auch nicht bei jedem Pokémon. Dummiesel zum Beispiel oder so. Und das finde ich immer, was gute Spiele ausmacht. Die Lore dahinter. Das finde ich immer so geil. Dass man, ja, wirklich eine Welt kennenlernen kann. Okay. Wir schauen uns jetzt ein bisschen hier herum. Ich merke... Ich rede zu viel, weil die Zigarette erlischt jedes Mal. So. Wir kaufen uns jetzt schnell kreuz und quer durch das Ganze. Ich glaube, hier können wir noch gar nicht. Wir machen es erst bei den Läden, die seltene Sachen haben. Ah! Wir sollten doch Zeug kaufen. Ah, das können wir noch gar nicht wegen der Entwicklungsstufe. Wir hätten ja Bitterschockblatt kaufen sollen. Wird jetzt ein bisschen problematisch, weil wir halt ja die erste Entwicklungsstufe haben oder die zweite. Irgendeines von beiden. Antikes Buch über Morita, das Adenein unbedingt haben wollte. Nein, wir müssen wegen anderen. Nein, müssen wir so zu den Bücherläden gehen und Bücher kaufen. Oh, yo, okay. Wir haben Nopon Wissen 2. Geil. Ich weiß nicht, ob wir hier schon kaufen sollten. Warten wir noch. Ist ja wieder typisch. Es gibt so viele Missionen, wo man so viel Geld ausgeben muss. Wir müssen dann sehr viele Handelsstellen ja ansteuern gehen, damit wir ein bisschen Money machen können.
Wenn du Entwicklungspunkte bekommst, erhältst du einen zusätzlich. Ja, den nehmen wir gerne an. Was? Es wurde eine Mission aktualisiert. Seelenruhe. Wir haben Glück. Wir haben sehr, sehr Glück gehabt. Oh mein Gott. Ja, okay. Von Samima, dann können wir die Mission mit West trotzdem erledigen. So viel Headsets, viel zu viele Kunden und kein Ende in Sicht. Ah, ich glaube, wir können gar nicht hier einkaufen. Ich glaube, erst später. Also so... Entweder müssen wir an einem bestimmten Tag, also einer bestimmten Zeit am Tag zu ihm gehen, damit wir etwas kaufen können. Oder wir müssen halt... warten noch, bis ein neues Kapitel anbricht. Keine Ahnung. Okay. Schauen wir mal, wie viele das wir haben. Ich glaube, wir müssen eh wieder zurückkehren nach Gormod. Was doch? Ich habe heute übelst die Probleme mit Rauchen. Einfach besser aufhören, Leute. Oder gar nicht erst anfangen. Okay. Wir haben 22 Panda-Weilchen. 26 Bärglöckchen. Also. Wir haben Mischrezept 1, 2 und 4 noch nicht gemacht. Warte, reicht das überhaupt? Ich glaube, es reicht sogar. Ja, es reicht sogar aus. Ja, wir müssen nicht mehr einkaufen gehen. Außer ich bin jetzt lost und habe 3 und 5 verwechselt. Ja, es war 4. Ja, Mann. Merkt euch das. Mischrezept 4 ist... Oh, ich bin so froh. Ich bin so froh. Falala wird weiter üben, bis Medizin fertig ist. Medizin fertig? Yippie! Hier für dich. Das ist also berühmte Medizin-Falsettin. Runter damit. Hals fühlt sich ganz dick an. Und Bauchi ganz heiß. Muss sofort Lied anstimmen. Lalala. Ja, okay. Nu. Stimme ist plötzlich unglaublich wohlklingend. Zeit für Falalas ersten Auftritt. Damen und Herren Pon, Sängerin Falala ist ganz neue Falala. Bitte Lied anhören und nicht schwätzen. Welch wunderbar beruhigende Stimme. Sie singt wie eine Fee. Das wirklich echte Falala? Das sehr gut Deutsch. Klingt wie ausgewechselt. Lalala, wie ist das schön. Stimme nicht mehr schrecklich. Falalala hat alles nur Freunden zu verdanken. Oh mein Gott. Hab letztes Mal schon gegoogelt, wollte dir aber den Frust nicht nehmen. Also das mit dem Rezept. Das ist gut so, das finde ich gut. Danke, die Fans. Es zerstört einem auch natürlich das Erfolgsgefühl, wenn man halt alles schon so vorgelegt bekommt. Sonst hätte ich jetzt nie so Freude verspürt, als wir den Tee gemacht haben. Wegen dem Danke. Geschafft, oder? Hat Tora jetzt Päuschen verdient? Meister Pon war sehr fleißig, nicht so faul wie sonst immer. Poppy findet Päuschen ist verdient. Tretet heran, lauscht dem Klang. Hier singt Falalalala. Ah, ich dachte... Oh Gott. Willkommen! Oho, sind ja Freunde von zuvor. Vielen Dank noch für Hilfe. Wie geht's, wie steht's? Danke, Hilfe von Freunden hat Falala jetzt viel mehr Publikum. Aber nur mit Singen in ganz Ares berühmt werden ist sicher schwer. Das ist der Moment, wenn man wieder Bergfleisch satt.
Auf diese Weise wird Sohne Pon Solalan nie von berühmter Mama Pon hören. Sprachalgorithmen lassen Poppy im Stich. Kann Rex bitte klugen Spruch sagen und Gespräch retten? Wie jetzt ich? Oh Mann, mir fällt aber gerade auch nichts Taktvolles ein. Aber Falala hat gute Glanzidee. Falala wird nicht nur durch Gesang berühmt, sondern auch noch durch leckerstes Happy von ganz Alrest. Geschäft wird berühmt werden für Mama Pons schönen Gesang und Mama Pons lecky schmecky Happy. Cool. Davon wird Solala hören und zu geliebter Mama Pon zurückkehren. Also los, Falala muss sofort lecky schmecky Happy kochen. Oho. Was ist? Natürlich sind gerade jetzt Zutaten alle, die Falala unbedingt braucht. Ich bin einfach nur traurig. Ohne Rino-Schwanz. Warum genau dieses Item? Und Hoppa-Schnitzel? Ist Gericht von Falala unmöglich? Es klingt sehr vegan. Nun soll Tora helfen. Gibt es beides nur sehr selten auf dem Markt. Bitte helft, Freunde. Rino-Schwanz ist in Uraya und Hoppa-Schnitzel in Provinz Gorma zu bekommen. Ja. Also, ich glaube, das muss man von Gegnern bekommen, oder? Das kann man nicht einfach so kaufen gehen. Also, wenn es so wäre, mit einfach nur kaufen gehen, dann wäre es optimal. Was müssen wir eigentlich hier noch machen? Morgen Hortensien. Haben wir ein Stück, das uns noch fehlt. Okay. Bei Kranreparatur, was müssen wir hier noch machen? Aufziehrädchen. Ah, Bergungstauchen. Okay. Dann hier Honig. Das meiste Zeug ist einfach Zeug zusammensammeln. Beste Erklärung wieder von mir. Sind das Monster Drops oder sollst du das kaufen gehen? Das frage ich mich selber. Keine Ahnung. Ich hoffe, man kann es kaufen. Bitterschockblatt können wir hier zum Glück kaufen. Okay. Ich würde sagen... Ja, okay. Wir haben noch eine Viertelstunde. Je nachdem, wie lange das dauert wegen der Cutscene. Kann es sein, dass wir nach der Cutscene Schluss machen müssen oder halt noch... Ah, okay. So. Wir sind langsam wieder am Ende angekommen. Heute war es ein bisschen ruhiger. Gestern haben wir ja gegen Ende noch ein bisschen... versucht, so viel Hauptstories machen zu können. Heute war es ein bisschen gechillter. Hier gibt es aber auch wirklich nichts mehr zu holen. Tut mir leid, wenn ich... bisschen im Menü herumgammel. Nein, das sieht nicht so aus. Okay, gut, wir können weiter. Let's go! Auf nach Mor Ardain. Alle Angelegenheiten geregelt, ja? Freunde bereit, nach Mor Ardain aufzubrechen? Ja. Dann schnell an Bord hüpfen und sicheren Halt suchen. Momoa wünscht angenehme Reise. Let's go! Ich glaube, ich lasse es. Okay, man hört nur Wind. Ah, es gibt einfach so einen Übergang. Okay, dann können wir sogar noch ein bisschen spielen. Ich habe etwa bis 5 Uhr Zeit. Wegen dem, ja, haben wir jetzt noch eine schöne Viertelstunde. Kaiserreich Mor Ardain. Oder Ardain. Endlich da. Endlich fester Boden unter Toras Füßchen. Das war eine wirklich lange Reise. Warum ist Hafen so leer und mickrig? Poppy dachte, Mor Ardain wäre groß. Dies scheint einer der kleineren Häfen zu sein. Wir befinden uns hier weit ab der Hauptstadt. Und genau das wäre unser nächstes Ziel, oder? Die Hauptstadt.
Das Schiffspersonal meinte, es gibt eine Straße, die direkt dahin führt. Aus dem Hafen raus und dann danach rechts. Ja, allzu weit ist es wohl nicht. Andererseits kennen wir uns hier nicht aus. Stimmt. Wir sollten uns gut vorbereiten, bevor wir aufbrechen. Neuer Level in Tiga Tiga verfügbar. Okay. Jetzt direkt ein Schatz. Schade, haben wir noch keine Klinge mit Durchhaltevermögen. Das würde uns so einiges ersparen. Könnten wir sehr viele Truhen öffnen. Hätten das mit dem mit der Fährte lesen, hätten wir auch gut hinbekommen. Ohne Ottos Hilfe sozusagen. Ja, okay, was will man machen? Okay, schon eine Nebenquest. Wir gucken mal hier die Region. Die Tiere kommen hier irgendwie auch überall vor. Das letzte Mal, als wir so ein Tier gesehen haben, war das beim größeren Baum. Was hat es eigentlich mit diesen auf sich? Das sind einfach random NPCs. Und hat wahrscheinlich auch keinen größeren Sinn dahinter. Okay, Classic. Okay, gehen wir zur Sidequest. Jetzt können wir natürlich auch jedes Mal, wenn man eine neue Region entdeckt, ist halt auch die Möglichkeit, dass vorhin... Also, das war vorher bestimmt Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Besiege Kaspar Krabberiche in Moor Ardain. Okay. Das ist für Pyra schon mal. Also, das ist immer noch. Okay, hier brauchen wir noch eine Weile. Bereitung. Oh mein Gott. Jedes Mal schaue ich immer wieder das gleiche an. Gesamtschaden? Fast. Es wäre fast 8000. Also ja, okay, 6000 ist schon nicht gerade fast. Wenn man nicht zählen kann. Besiege Fabeltaro Luce in Moor Aiden. Okay. Ah, das haben wir noch nicht komplett freigeschaltet. Hier ist Tiger. Hier ist... Okay, bei ihr ist eher weniger was in Moor Aiden. Oder Ardain. Ich kann einfach den Namen nicht, aber man tut mir leid. Solange, dass man weiß, um was es geht. Pidede. War, wieso Soldaten von Moor Ardain nicht kleines bisschen schneller? Wenn weiterhin Schneck, Schneck, wertvolle Fracht bis zur Ankunft in Hauptstadt verdorben. Was ist los? Oh, was sehen Nopon Äuglein da? Meister auf Entdeckungsreise? Liebe Meister, kleiner Pidede hat große Bitte. Ist nämlich in ganz großen Nöten. Weiter, weiter, Tora braucht mehr Infos. Pidede hat Zeug in Hafen Anangnam oder Anankam, das dringend über Umschlagplatz nach Alba Kavanich oder Kavanich muss. Aber Umschlagplatz ist derzeit belagert von blöden Feldwolfen und Nekromyx. Sichere Passage unmöglich. Pidede hat Ardain Soldaten gebeten, Wolfen und Myx Piff-Paff zu machen. Soldaten sind aber beschäftigt mit Soldatenkram. Oder tun zumindest so. Freunde aber sehen aus, als ob viel Zeit und wenig zu tun haben. Sollen wir dir vielleicht helfen? Großzügiges Angebot und so schnell. Pidede mag schnelle Entscheidungen. Viel Erfolg beim Vermöbeln von Feldwolfen und Nekromyx auf Umschlagplatz. Und jetzt bitte Beine in Hände nehmen und los. Pidede darf Kunden in Alba Kavanich nicht warten lassen. Wir machen das. Okay. Welche Monster meinst du? Die Füchse? Ich sage Moor Ardain. Oder Ardain. Oder Ardain. Das kann ich auch nicht aussprechen. Ardain? Ardain? Oh Mann. Ich und Sprache, ob ich mal wirklich absolut best homie werde. Also, dieses Monster hier unten habe ich vorhin gemeint. Das hier. Das Fuchsartige. Das kleine Füchslein. Das sieht man immer wieder, aber hat keinen größeren Nutzen sicher. Okay.
Ja, wir könnten eigentlich jetzt die Sidequest schnell machen. Also die Frage ist, ob es schnell ist. Yo, 10 Nekomyx. Ah, okay, das sind Wolfen und Nekomyx zusammen. Okay. Kann es sein, oder sind wir vielleicht ein bisschen unterlevelt? Vielleicht müssen wir sogar nochmal zurückkehren nach Gormod und dort noch ein bisschen aufleveln. Ah, vielleicht hätten wir noch ein paar Level zugute. Okay, bekämpfen wir mal den Nekromyk hier. Hm? Okay. Hat uns nicht anvisiert, da. genau, ah, Dane. Okay, okay. Es gibt eine Klinge, die mit ihnen sprechen kann. Hab's leider nie getan und weiß nicht, wohin das geht. Dann hat es trotzdem einen Nutzen. Okay, dann habe ich sogar eine gute Beobachtungsgabe. Voll die Spezialfertigkeit. Lol, okay. Vielleicht haben wir Glück und finden die Klinge. Betonung auf Glück. Okay. Ich glaube, ich habe damals, als ich gegen... Ah, warte. Wir hören auf bis... Genau, und dann laufen wir weg, wechseln Ansicht und greifen gegen die Myx. Und so kann man eigentlich relativ schnell viele Myx erledigen. Also man muss natürlich immer wieder den Kampf abbrechen, dass die Teamkameraden nicht gegen das Nest gehen. Es gibt auch eine Klinge, die die ganze Zeit versteckt im Siegel auf der Welt. Ah, auf der Welt brechen kann. Wohin das führt, weiß ich leider auch nicht. Die Sucherei hat nie ein Ende. Dann bekommt man eine neue Klinge und dann muss man nochmal neu. Direkt 3? Was? Nein, nicht gegen das Mückennest. Nicht gegen das Mückennest. Tora. Er bleibt einfach dort hinten. Ah, okay, gut, er bewegt sich endlich. Also, bis jetzt läuft es gut. Das Mückennest hat nicht dieses... Oh, setzen wir mal Gravitation ein. Was? Schwarzer Abgrund wäre das nächste. Oh, es hört nicht auf. Es sind doch mal... Ey, es könnte sein, dass wir down gehen. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen aufbessern. Wenn wir jetzt dann auch die Quest wirklich noch innerhalb von dieser Zeitspanne erreichen, schaffen, das wäre optimal. Ich glaube, jetzt haben wir 4 besiegt. Wird am Schluss 7, wenn jetzt nicht noch mehr dazu kommt. Also wir haben jetzt schon mehr besiegt als ich da, also schon gesagt habe. Voll die Kampfschreie einfach. So klinge ich jedes Mal oder jeden Morgen auf der Toilette. Nein, das war zu viel Info. Next. Ja, es kommt irgendwie kein neuer Gegner. Vielleicht haben wir schon das ganze Mückennest geleert. Abbruch. So. Warte, wir brechen schnell den ganzen Kampf ab. Kennt ihr das, wenn ihr irgendein Wildtier fightet und plötzlich macht es eine Meister- oder Klingenfessel? Das sagt hart, ja. Also... Ist es das, was Marlos und Arcos im Kampf mit Vandam und so eingesetzt hat gegen uns? Weil, wenn es das ist, oh ja, das ist übelst nervig. Okay, komm, wir müssen noch 2 besiegen. Sollte gehen. Oh, okay. Oh,
absolut perfekt. Okay, nur noch die zwei besiegen. Dann haben wir die Mission schon. Schwanken. Ich habe gerade Steinschlag eingesetzt und dann kommt da erneut dieses Zeichen. Aber wir haben nicht mal Gegner gewechselt oder so. Kennt ihr Danger 5, die Comedy-Serie auf YouTube? In der zweiten Staffel gibt es einen Japaner mit einem Tigerkopf und der hört sich fast an wie Gromach. Ich würde mir jetzt gerade vom Namen her nichts sagen. Danger 5. Müsste ich mal nachschauen, vielleicht habe ich es mal gesehen. Vieles sieht man ja auch oder bekommt man durch Memes mit und dann, wenn man so nach dem Namen nachschaut, merkt man, ah ja, okay, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ey, eigentlich könnten wir weglaufen. Weil jetzt weiterhin gegen die Mücken kämpfen bringt wahrscheinlich nichts. Ja, komm. Macht keinen Unterschied. Genau, Klingenfessel verbietet sich Specials zu nutzen oder Klingen zu wechseln. Bei der Meisterfessel kann man wirklich nichts machen, außer den Kettenangriff starten. Ja, also das habe ich gemerkt, jedes Mal, als ich Eruption oder Vulkan einsetzen wollte, ist es plötzlich verschwunden. Okay, ey, ich breche den Kampf ab. Gehen wir. Ein alter viel. Adios. Okay, schließen wir schnell die Mission ab. Ey, Azami hat übelst profitiert heute. Oh, oh, Freunde zurück. Bäm, erledigt. Das war ja wohl babyleicht. Oder wer weiß, vielleicht sind wir ja auch einfach nur gut. Herrin, in manchen Lebenslagen ist Bescheidenheit die attraktivste aller Tugenden. Oh ja. Nu, nu, nu. Meister richtig schnell, wie kugelrunde Norpont die steilen Berghang runterpurzeln. Zeit ist Kaching, bedeutet Schnelligkeit noch mehr Kaching. Leben nur lebenswert, wenn Schließfach in Bank aus allen Nähten platzt. Ach ja? So, Weisheit mein Freund geteilt. Pidede macht nun auf Weg nach Alba Kavanich. Ende von Laba Rababa. Großes Dankepon an Freunde. Ah, ist abgeschlossen. Okay. Ich streame jetzt mal, man sieht sich. Ey, Harmon, bis die Tage dann und schönen Tag dann noch. Man sieht sich. Wir haben einen Hilfskern dazu bekommen. Noch ein Schlüsselerfolg für Adenine. Oh, oh, okay, wir schauen noch schnell in Harmonie-Ring. Der Moment, wenn man nicht aufhören kann, aber eigentlich gehen sollte. Okay. Harmoniegespräch. Besiege Damen Asyl im. Oh, der. Okay. Irgendwann kommen dann einzigartige Gegner, die man besiegen muss. Die dann irgendwelche Sachen freischalten. Okay, dort haben wir noch keine Bedingung. Finde Morita Anna. Ah, das war's. Okay. Okay, okay. Ja, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. War heute ein bisschen holprig am Anfang. Wegen dem Backen. Hat sich aber zum Glück eingependelt gegen Ende. Zum Glück. vielleicht hast du schon mal die ein oder andere Meme von Danger 5 gesehen. In Danger 5 geht es um eine Special-Einheit, die Hitler jagt. Ah, okay. Okay, es würde mir jetzt gerade nichts sagen. Ja, Leute. Ich wünsche allen noch einen schönen Dienstag. Wie immer, jeden Tag um 2 Uhr nachmittags. Außer ich habe Verspätung und so. Noch einen schönen Tag. Danke wünsche ich dir auch, Harmon. Bis zum nächsten Mal. Und die Fans wünsche ich auch natürlich einen schönen Tag. Auf YouTube findet man alle Wiederholungen. Also würde man auch den Projektstart sehen. Ich glaube, der dritte Stream ist ein bisschen... hat keinen Ton, sagen wir so. Und der Ton wird über meine Facecam aufgenommen. War ein bisschen Fail-Stream. Aber falls es euch interessiert... Wären alle Wiederholungen auf YouTube. Und sonst hätte ich noch Instagram. Dort würde ich sonst mal würde ich immer Zeug posten, Infos, falls der Stream mal nicht kommt oder verspätet ist. Falls jemand
mal nicht um 2 Uhr hier wartet, würde auf Instagram dann immer stehen. Oder sollte es immer stehen. Dort würdet ihr einfach auf neuesten Stand stehen. Okay, genug gesagt. Genug Werbung gemacht. Ey Leute, bye, man sieht sich. Ah, man merkt, ich bin sehr professionell hier. So, Leute, man sieht sich. Bis morgen dann. Bye.